Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas und wir gehen heute in das Tal Zion. Wollen Sie mich noch länger so anglotzen oder können wir dann so langsam in die Hufe kommen? Moment mal. Achso. Okay, gehen wir. Ich bin bereit. Wirklich? Ihnen ist klar, dass wir eine Weile unterwegs sein werden, oder? Es gibt bei uns Gewichtsbeschränkungen. Nicht, dass Sie nachher rumjammern, oh, Mr. Masterson, ich habe meine tolle Plasmakanone vergessen. Kann ich sie schnell holen gehen? Und es kann jetzt wirklich losgehen? Ja, ganz sicher. Gut, also dann, brechen wir auf. Wir haben einen langen Weg vor uns. Die Reise wird eine Weile dauern, also können Sie auch Ihre Ohren aufsperren und zuhören, was der alte Jet zu sagen hat. Vor einigen Jahrzehnten begannen Bürger der RNK von einer Gemeinschaft namens Neukanaan im nördlichen Utah zu hören. Wussten wenig über sie, außer dass sie religiöse Leute waren, sandten Missionare, um mit den Stämmen zu reden. Wir haben eine Menge Sekten gesehen, aber die Neukanaaniter waren ehrliche Händler und gute Kämpfer. Raiders würden sich nicht mit ihnen anlegen. Aber dann tauchte die Legion in Arizona auf. Ich schätze, Sie wissen alles darüber. Es stellte sich heraus, dass Caesars oberster Kriegshäuptling, der Legat von Malpay, ein Neukanaaniter war, Joshua Graham. Man sagt, Graham war der fieseste, härteste Hurensohn der ganzen verdammten Legion. Die Neukanaaniter redeten nicht über ihn. Sie schämten sich. Ich kann's ihnen nicht verdenken. Am Hoover-Staudamm traf der Legat von Malpay endlich seinen Gegner. Hanlon und Oliver traten seinen Neukanaan-Arsch direkt zurück über den Fluss. Caesar musste ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass auch auf der höchsten Ebene Versagen nicht toleriert wird. Er übergoss Graham mit Pech, zündete ihn an und warf ihn in den Grand Canyon. Man sagt, er hat auf seinem Weg nach unten nicht mal geschrien. Nicht lange danach gab es Gerede unter den Sklaven und Stammesleuten. Sagten, Graham wäre nicht tot. War keine große Überraschung. Das Gerede nervte Caesar, also verbot er, seinen Namen auszusprechen. Wollte Joshua Graham aus der Geschichte auslöschen. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Joshua Graham verschwand. Stattdessen gab es Legenden über den Verbrannten, der durch die Wüste streift. Wahrscheinlich nur eine Geistergeschichte. Aber es war lange still um Neukanaan. Ist vielleicht nur Zufall. Vielleicht ist der Legat von Malpay tot. Oder vielleicht kroch Joshua Graham aus diesem Canyon und fand endlich den Weg zurück nach Hause. In Ordnung, Leute. Es hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir da. Zion. Ich weiß, euch tun die Füße weh und ihr seid kaputt. Aber wir müssen uns auf den Weg konzentrieren, der vor uns liegt. Nicht der Weg, der vor uns liegt, macht mir Sorgen, Jet. Unser Abstieg durch den Canyon da hinten. Wir kommen garantiert nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Und was dann? Verdammt nochmal, Stella, ich bin nicht taub. Die Neukanaaniter werden einen Weg kennen. Und falls nicht, bleiben uns immer noch die Karten auf dem Pipoy unseres Freundes hier. Genug herumgeeiert. Kommt in die Hufe und spitzt die Augen nach Stammesleuten. Tut mir leid, dich mit Realität stören zu müssen. Wen interessiert es schon, ob wir auf demselben Weg wieder zurückkommen? Das ist doch kein Problem. Ach ja. Was sind denn die Aufgaben? Erfolgen Sie, Jet. So, und jetzt, ja, guck mal, Gewicht ist hier nicht auf 100 Limit. Psst. Augenblick mal. Könnte schwören, ich hätte da vorne was gehört. Verdammter Mist, ein Hinterhalt. Alles sofort entdeckt. Da oben. Zieht die Köpfe ein. Huch. Warte mal. Oh, der hat Sachen. Das ist geil. Wow. Okay, wir haben zwei Leute schon verloren. Das ist nicht gut. Ich nehme mal alles mit, weil ich habe nichts.
Jetzt habe ich aber Sachen mitgenommen, die ich nicht mitnehmen wollte. TP 488, alles klar, von 405. Hülsen? Okay, okay, nein. Das Problem ist, ich hab... natürlich nicht so viele wertvolle, nicht so viele Waffen dabei. Scheiße. Stirb. Aber ich nehme die MF-10 lieber völlig damit. Wer jetzt bloß nicht weg, Mädel, hörst du? Och komm, jetzt sind alle tot? Okay. Das ist eher schlecht. Laserzünder kann ich reparieren? Pistole, interessant. Welche macht denn mehr Schaden? Komm schon. 20, 16. So. So viel zu dem Thema, wie sollen die folgen, ne? Wow! Jetzt aber, Sturmtrommler der Weißbeine. Eieieiei. Oh, 10 mm Maschinenpistole, das ist praktisch. Datura Gegengift. Feuerwehraxt nehme ich auch mal mit. Höhlenpilz. Das ist sinnlos, sowas mitzunehmen. Ein Tomahawk. Millimeter Maschinenpistole. Ne, ich nehme erstmal lieber vorsichtshalber alles Wichtige mit, was irgendwie wichtig werden könnte, meine ich. Okay. Jo. Scheiße. Weich. Das hat ja viel gebracht. Lasergewehr habe ich auch noch. Komm schon. Ja. Okay. Eieieiei, hier beginnt's ja echt ganz praktisch. Ganz fix. Aber die haben moderne Waffen. Das ist zumindest was anderes noch. Was ist das denn? Und die Polizeiwaffen? Dann nehme ich lieber dieses Auto-Ding. So. Eine Buschbüchse. Okay, das kann ich jetzt Reparierzeug nehmen. Jagdgewehr kann ich mit der Buschbüchse reparieren. Dann habe ich ein volles Jagdgewehr nämlich. So. Ja, hier geht's ja echt ab. Was? Hoi! Weißbeine lassen meist keine Überlebenden zurück. Du hast wirklich Glück gehabt, das kann ich dir versichern. Du bist von draußen gekommen, stimmt's? Aus den zivilisierten Ländern. Wow! Das wird Joshua hören wollen.
Wer ist dieser Joshua? Joshua Graham. Er führt unseren Stamm an. Dank ihm sind wir Wüstenpferde stark und sicher vor unseren Feinden. Er will mit allen sprechen, die aus dem Süden hochkommen. Ich schätze, das schließt dich ein. Komm, ich kann dich zu ihm führen. Okay, auf geht's. Gut, Sist. Dann ziehen wir nach Osten. Joshua ist im Lager unseres Stammes in Eastern Virgin. Ja, Vollkreide hat ihnen das extra gut gestapelte Steinhaufen verliehen. Wenn sie mit Vollkreide in der Gruppe einen erhöhten Punkt im Zielerteil erreichen, zum Beispiel Ranger-Stützen, werden alle umliegenden Kartenmarkierungen freigelegt und die Wahrnehmung 3 Minuten lang verbessert. Aha. Allgemein, oh. Das ist eine Sache, da kann man ganz nett mal was erkunden. Was gibt's denn hier so für Sachen? Ganz viele Höhlen, das sieht jetzt nicht nach den besonderen Sachen aus. The Vault. Ranger-Stationen. Ja, weil ich überlege mal, was dann die wichtigsten Sachen direkt von Anfang an sind. Aber ich sehe jetzt so nicht auf Anhieb, was so direkt wichtig wäre. So. Man muss ja alles jetzt mitnehmen, weil man hat ja wieder nichts. Huch! Upsala. So. Die Jucker-Banane. Da ist noch eine Waffe gewesen. Nee, 14, 24, nö. Reparaturmaterial. Warte. Siehst du den Baumstamm dort drüben? Wirf einen genaueren Blick drauf. Da könnte gutes Zeug drin versteckt sein. Dachte ich mir schon, ein Maiskolben. Ja, das ist natürlich... Puh. Aber dann gibt es ja doch noch nette und das ist doch mal schön. Und da hinten ist sogar Zivilisation. Das wäre das erste Mal, dass es so Zivilisation gibt. Na. Wir folgen diesem Pfad ein Weilchen. Netter Blick auf den Fluss, oder? Ja. Es muss ja der Colorado sein, ne? Ja. Ganz sicher. Halt! Nicht bewegen! Zuck nicht mal mit der Wimper. Yao Guai. Ach du Scheiße. Das nenne ich Glück. Schätze, der war vollgestopft mit Geckos, hm? Aber gewöhn dich nicht daran. Yao Guai sind in der Regel ziemlich bösartig. Ja. Ja, das Gute ist, dass wir hier du lang müssen. Du kannst den Pfad nach Norden nehmen oder nach Osten über den Kamm gehen. Von den Felsen dort oben hast du einen guten Ausblick, wenn du willst. Mhm. Welchen hier? Diesen? Ja, top. Da gilt die Wette. Ist ja schick hier. Da ist ein Opund hier. Da ist noch eine Avagava, deine Xanderwurzel. Die Xander kann man gut mitnehmen. Kann man gut essen. Da hinten ist ein Yao Guai. Ich überlege, ob ich mich in den Kampf stürze, aber ich tue es nicht. So, wir müssen hier eh runter, ne? Richtig. Dann können wir auch die ganzen Sachen mitnehmen. Weiter runter. Schöne Höhenzeichnung auch. Folge der alten Straße nach Süden. Fast da. Also ich finde das Design schön hier. Das haben die gut getroffen.
Muss man ja mal so sagen. Eine Datura-Wurzel. Aha, aha. Ich finde das sehr interessant und sehr schön hier. Ein paar Skorpione. Was ist denn? Hallo. Du bist ein Rindenskorpion. Das ist jetzt harmlos, ja. Laut Schamanen sind das die Seelen der Feinde. Joshua sagt, sie zeigen, wie ernst uns der Kampf gegen die Weißbeine ist. Mhm. Ja, Medex lässt nach. Ich hab's nie von, bewusst nutzen wollen. Oh, da ist noch ein Baumstamm. Hallo, Pünktchenfrucht. Oh, ja. Hallo, wer ist hier? Ziantoll am Fangstisch. Wüstenpferde und Tränenvolk markieren damit verbotene Orte. Orte von damals. Glück für dich, dass ich nicht daran glaube. Ja. Was ist denn da drin? Ein Erste-Hilfe-Kasten. Na, ja, da ist nur noch Wasser drin. Ein Park-Ranger-Hut. Munition. Aber sonst nichts weiter Wichtiges. Ein paar Flaschen, ein Magazin. Göffel und so weiter. Ein Klo. Dann spare ich mir einmal das aufbereitete Wasser. Lecker. Aus dem vollgeschissenen Parkklo trinken. Ich dachte gerade, ich höre wilde Schritte. Jo, ich mach's einfach mal. Ja, ja, passt schon. Ach, du kommst immer aus Ecken rausgekrochen. Was ist das? Ein Sack. Körperteil wiederherstellen. Interessant. Ja, machen wir mal. Diese Malereien zeigen die Siege der Wüstenpferde über die anderen Stämme. Seit Joshua bei uns ist, sind es viel mehr geworden. Ja. Das, glaube ich wohl. Leider, weil es ein Caesar-Mitglied ist, aber das glaubt man doch wohl dann. Okay. Ameisenfleisch. Ja, warum nicht? Wir sind fast da. Achte auf Fallen im Wasser. Irgendwie muss man sich schließlich die Weißbeine vom Hals halten, oder? Ja. Aha. Was ist das? Okay, ich dachte, irgendwas explodiert da gleich. Aha. Also Bärenfallen wären ja prinzipiell nicht so schlimm. Da kriegt man jetzt nicht so viel Schaden. Zumal wir uns hier in sauberem Wasser befinden, was bedeutet, dass wir uns eh permanent heilen können. Aber ich frage mich, wieso das hier alles nicht verstrahlt ist. Haben sie hier keine Bomben hingeworfen? Das sieht auch noch alles so, ja, unberührt aus. Was ist das denn? Fallen Rockhöhle. Da gehen wir in der nächsten Folge rein. Bis zur nächsten Folge. Dann tschüss.